Ja, herzlich willkommen zum Ultramind Podcast zur heutigen Folge. Freue mich, dass du dabei bist, denn es wartet heute eine ganz besondere Folge auf dich. Folge 410. Und nach einigen Einzelausgaben die vergangenen Woche freue ich mich heute ganz besonders, einen Interviewgast in dieser Podcast-Folge bei mir begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ich bin schon sehr gespannt und freue du dich sicherlich auch auf sehr, sehr gute und klasse Impulse. Und ich will dir diesen Interviewgast natürlich jetzt vorstellen. Mein Interviewgast ist Ultra Cycling Rider, Charity-Initiator und auch Founder. Und ich grüße ganz herzlich Daniel Steinhauser. Lieber Daniel, herzlich willkommen in Ultramind Podcast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und bin schon ganz gespannt, auf welche Themen wir alle so kommen werden in dieser Podcast-Folge. Lieber Jürgen, herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben uns ja zuletzt in Italien beim Race Across Italy gesehen und auch gesprochen. Ich freue mich, dass ich bei dir im Podcast bin. Sehr, sehr gerne. Und Daniel, Race Across Italy, das wird sicherlich auch in dieser Podcast-Folge natürlich Thema sein. Da wollen wir uns mal ein bisschen näher damit beschäftigen. Bevor wir das jedoch tun, will ich mit dir mal grundsätzlich über ein Thema sprechen, das, denke ich, sehr, sehr interessant ist. Ich habe dich ja vorgestellt, unter anderem auch als Ultra Cycling Rider. Wir beide wissen, okay, was steckt da dahinter? Aber ich glaube, es gibt immer noch viele, so nehme ich es zumindest wahr, die sich da noch gar nicht so groß was darunter vorstellen können. Deswegen willst du gerne mal uns schildern, uns erläutern, was Ultra Cycling bedeutet und was wir uns da wirklich darunter vorstellen können. Sehr gerne. Also, Ultracycling ist eigentlich nichts anderes als Langstreckenradfahren. Das bedeutet, die Strecken, ich definiere es jetzt mal so ganz grob, gehen ab 300 Kilometer los bis zu mehreren 1000 Kilometer oder Tausende von Kilometern. Das ist zunächst mal so die grundsätzliche Definition, denke ich. Für mich selber ist Ultracycling tatsächlich eine enorme schöne Herausforderung, eine Möglichkeit, viel Landschaft, viel Straßen, viel Umgebung zu sehen und das Gefühl von Freiheit zu erleben. Okay. Geht es dir auch immer so, Daniel? Also, wenn ich da mit manchen drüber spreche, dann fällt mir immer auf, dass viele sich das gar nicht vorstellen können. Du hast es ja gerade erklärt, hunderte von Kilometern mit dem Fahrrad. Und häufig wird zu mir dann gesagt, ja, du bist doch verrückt. Also, wie kannst du so etwas machen? Geht es dir ähnlich, wenn du mit manchen drüber sprichst, die jetzt vielleicht noch nicht den Bezug zu dieser Thematik so haben? Ja, tatsächlich, in der Tat. Es geht mir eigentlich selber schon so. Gerade im Winter kann ich mir nicht vorstellen, wie jemand oder auch ich demnächst oder in ein paar Monaten eine Strecke von 500 oder 700 Kilometer am Stück nonstop überhaupt fahren kann. Auch zusätzlich gepaart mit vielen, vielen Höhenmetern. Da endet tatsächlich im Winter für mich die Kraft der Vorstellung. Und ich denke, so geht es noch viel extremer, ich nenne es jetzt mal Hobby-Radfahrer, die jetzt ihre Zeit auf dem Fahrrad verbringen, aber auch vielleicht nicht ganz so ambitioniert wie du und vielleicht auch ich trainieren. Das ist außerhalb von jeglicher Vorstellung. Ja, du sprichst gerade was Interessantes an. Mir ist es so ergangen bei der Anreise zum Race Across Italy nach Silvi. Also wir sind bei uns losgefahren und so auf Höhe Bologna waren es ungefähr so 760 Kilometer. Und da habe ich im Auto, im Bus mal gesagt, hey Leute, das ist jetzt die Strecke von uns nach Bologna, die wir in 2 Tagen angehen. Und wenn du das so auf einmal so fährst, dann merkst du erst die Dimension, die häufig im Race dann gar nicht so bewusst wird. Dann verteile ich diese Etappen oder mache es kleiner. Aber das ist genau das, was du sagst. Also die eigene Vorstellungskraft ist da schon mal das Erste überhaupt, um überhaupt da mal diese Strecke angehen zu können. Und das ist mir so bewusst geworden, eben vor ein paar Tagen bei der Anreise. Und lass uns gerne auch mal drüber sprechen, Daniel, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, naja, ich habe mal so eine Idee und jetzt fahre ich mal länger Fahrrad, sondern wie war denn das bei dir? Wie ist es so quasi auf dem Weg dazu gekommen, dass du dieses Thema Ultracycling für dich jetzt sehr erfolgreich einfach auch so ja, lebst, kann man schon sagen. Ja, also zunächst mal würde ich noch ganz kurz auf die Strecke eingehen wollen, Gerne. um das so ein bisschen näher zu bringen. Für viele Fahrradfahrer ist ja der Ötztaler Radmarathon
ein großes Statement und das ist ja auch komplett zu Recht. Ich denke, dass er so 250 Kilometer hat mit 5.500 Höhenmeter und das Race Across Italy, das wir beide ja gefahren sind, du komplett und ich zumindest zum Teil, da kommen wir nachher später sicherlich noch drauf, ist nichts anderes als zweimal den Ötztaler Radmarathon hintereinander, anschließend einmal rund um den Bodensee und dann noch die Strecke, die 50 Kilometer, die ich weg vom Bodensee wohne, noch nach Hause. Und da sieht man schon die Dimensionen, zweimal den Ötztaler, dann einmal noch 250 Kilometer um den Bodensee und dann fehlt immer noch ein bisschen. Das ist aber genau die Dimension von Kilometer zu Höhenmeter. Ich bin zum Ultracycling gekommen, das war während der Corona-Zeit. Ich war damals Radmarathonfahrer, also das heißt, das sind so Strecken 150 bis 300 Kilometer maximal. Und letztlich habe ich fleißig trainiert, aber es fanden keine Rennen statt. Dann bin ich mit einem Freund gefahren und habe kurzerhand überlegt, es gibt ja so diesen Trend Everesting und ich konnte das ja überhaupt nicht verstehen, dass Leute ein Everesting machen, um dann irgendwie das der Zeitung zu vermelden und zu sagen, hey, ich habe es geschafft. Das machte für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und mein Freund, der Luis, der meinte dann, ja, eigentlich könnte man ja das für einen guten Zweck machen. Und ich habe das aufgegriffen und 2,5 Wochen später stand ich hier in Bad Waldsee an der Grabener Höhe und habe ein 24-Stunden-Event geplant und bin 24 Stunden die Grabener Höhe hoch und runter gefahren. Und das war eigentlich so der Einstieg für mich in zwei Bereiche. Einmal in diesen Bereich Charity und das andere Mal passierte es eben, dass ich von heute auf morgen tatsächlich Ultracycling-Fahrer war. Ich bin 24 Stunden hoch und runter gefahren, hatte irgendwie 14.000 Höhenmeter, war total fertig, total glücklich. Und es war zur damaligen Zeit ja, es gab ja Versammlungsverbote. Und da spielte am Ende zum Beispiel die Musikkapelle, Räutigers Bäuerin. Und die standen da 10 Meter alle auseinander irgendwo auf der Wiese und freuten sich, dass sie zum ersten Mal seit einem Dreivierteljahr irgendwo überhaupt auftreten konnten. Und das war meine Motivation, das die 24 Stunden durchzuhalten. Also Bad Waldsee ist ja so quasi dein Wohnort, da kommst du her. Lass uns nochmal ganz kurz darauf eingehen. Also wenn jetzt da manche reinhören und sagen, 24 Stunden bergauf und bergab fahren, kannst du dich nochmal zurückerinnern, wie es dir da so ging? Welche Phasen gab es denn da in diesen 24 Stunden? Wahrscheinlich so richtige High-Phasen, aber auch so Phasen, die mal richtig auch so eine Senke so quasi dargestellt haben. Wie war das nochmal für dich? Einfach auch für die Hörerinnen und Hörer, sich das nochmal vorzustellen, was das überhaupt bedeutet. Ich glaube, Startzeit war um 13 Uhr und es war ein knallheißer Tag. Das heißt, die Temperaturen stiegen dann bis 15, 16 Uhr auf 37 Grad an. Das machte mir aber gar nichts, weil ich Hitze eigentlich ganz gut ab kann. Ich fuhr aber nie allein. Das war wirklich ein Gemeinschaftsprojekt. Da haben sich meine ganzen Freunde getroffen, haben sich auch ein Fahrrad geschnappt und sind sowohl mit dem normalen Fahrrad, mit dem Rennrad als auch mit dem E-Bike dann wirklich 24 Stunden immer abwechselnd neben mir gefahren, sodass es tatsächlich keinen Moment gab, an dem ich nur annähernd gedacht habe, ich höre auf. Das war aber weit weg noch von dem heutigen Leistungsvermögen, vom heutigen Konzept, das ich ja als etwas ambitionierterer Ultracycling-Fahrer inzwischen verfolge. Also da habe ich dann alle 5 Auffahrten, habe ich eine kurze Pause gemacht für 5 Minuten und habe ein bisschen Haferflocken gegessen. Genau, und das sind wir heute natürlich konzeptionell weit weg, ja. Okay, du hast es schon angesprochen, war vor ein paar Jahren einfach auch wahrscheinlich auch nochmal so eine Initialzündung für das, was danach einfach auch passiert ist. Und du hast schon gesagt, da hat sich natürlich in den letzten Jahren viel verändert. Bei dir natürlich auch in der Ausrichtung, im Training. Willst du uns das auch mal schildern? Weil ich glaube, das ist auch spannend. Das hast du ja auch erlebt, das weiß ich, wie sich auch hier Leistungsfähigkeit, Leistungsvermögen nochmal ganz, ganz anders entwickeln kann, wenn da bestimmte Parameter einfach auch berücksichtigt werden. Also ein Jahr später nach diesem Everesting bin ich das erste Mal das Rata, das Race Across the Alps gefahren. Es gilt ja als härtestes Eintagesrennen. Aber auch da war das, also ich habe halt zusammengerechnet, ich hatte jetzt irgendwie 13 oder 14.000 Höhenmeter beim Everesting geschafft, also müsste
tatsächlich das Rata, das für mich damals das Symbol des Unfahrbaren war, eigentlich möglich sein. Und da habe ich mich angemeldet und eben auch mit ein paar Freunden mit dem Bus sind wir da nach Nauders gefahren und ich habe es tatsächlich damals geschafft, bin als Siebter ins Ziel gekommen, war überglücklich. Genau. Und ich habe sehr, sehr viel und fleißig trainiert. Das heißt, es gab in diesen Jahren kaum Wochen, in denen ich weniger als 20 Stunden pro Woche trainiert habe. Im Nachhinein weiß ich, es war eigentlich zu viel, um eine wirklich gute Leistungsentwicklung hinzulegen. Tatsächlich so diesen Einstieg in professionelles Training, das war ein wirklich großer Glücksfall für mich. Das war das Kennenlernen über einen Zufall meines heutigen Trainers, dem Björn Kafka. Wir haben das Training oder er hat das Training, die Trainingssteuerung dann in die Hand genommen. Bis dato habe ich einfach selber trainiert, nach bestem Wissen und Gewissen, was mir Freunde erzählt haben, welche Tipps ich bekommen habe, was ich im Internet und in Fachzeitschriften gelesen habe. Und letztlich haben sich mehrere Punkte verändert. Ich habe viel weniger trainiert. Ich hatte bislang 6 bis 7 Tage in der Woche auf dem Fahrrad verbracht und ab sofort hatte ich wirklich 2 komplette Ruhetage. Das heißt, ich bin in Anführungszeichen von 6 bis 7 Mal die Woche Training nur noch 5 Mal gefahren. Aber diese Ruhetage, die musste ich mir tatsächlich auch verdienen, weil die Härte des Trainings hat ungemein zugenommen. Also ich habe mich damals auch schon gequält, aber diese Abstimmung zwischen ja, Belastung der Steuerung, also das heißt Belastung und Regeneration hat sich einfach perfektioniert, professionalisiert und das hat letztendlich eine für mich nie möglich gehaltene Leistungsentwicklung eigentlich gebracht. Okay. Also das bedeutet jetzt, du fährst intensivere Trainingseinheiten, aber gleichzeitig sind auch die Ruhetage einfach auch wichtig. Ich glaube, das ist auch so eine wichtige Botschaft, auch hier mal rauszugehen, in welchem Bereich auch immer, auch mal zu relaxen, auch mal da Ruhe einzuplanen, um das nicht zu überziehen. So könnte man es wahrscheinlich einfach auch ganz gut ausdrücken dann nur. Ich glaube, viele Radfahrer machen den Fehler und haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie mal nicht trainieren. Und diesen Mut tatsächlich zu haben, sich die Ruhe zu gönnen und eben zu sagen, es hört sich jetzt blöd an, ich habe natürlich eine Familie, ich freue mich dann, Familienzeit zu haben, aber auch mit der Familie dann im Winter oder im Frühjahr einfach mal unnütz, in Anführungszeichen, draußen auf der Terrasse zu sitzen oder im Winter dann auf dem Sofa abzuhängen, ist mindestens genauso volle oder wertvolle Trainingszeit oder Erholungszeit wie dann die Trainingszeit. Und das ist das Bewusstsein, auch so diese Gratwanderung, in der sich sicherlich auch viele Radfahrer befinden, zwischen wann beginnt eine Sportsucht? Und so dieses ständig ausgelaugt sein oder auch ein schlechtes Gewissen zu haben, nicht zu trainieren, das war eben mit Björn Kafka dann tatsächlich weg, weil ich ganz genau definiert hatte, wann habe ich zu trainieren und wann ist Pause. Das hat mir persönlich sehr geholfen. Okay, du hast es gerade schön ausgedrückt, diesen Mut zu haben. Diesen Mut zur Pause, diesen Mut zur Regeneration zu haben, kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ein Tag dabei ist, wo ich mal die Füße hochlege, um das mal bildlich so auszudrücken. Das ist wahrscheinlich förderlicher, wie zu sagen, jetzt fahre ich halt auch diesen Tag wieder und mache wieder was. Langfristig oder für den Trainingsreiz wahrscheinlich umso besser. Und du sagst ja, da hat es bei dir noch unheimlich viel an Leistungsfähigkeit gegeben, die da dazugekommen sind. Also ganz, ganz spannend, einfach auch hier, je nachdem, wer zuhört, mal drüber nachzudenken, weil. Wir können ja das auch unabhängig vom Radsport auf andere Dinge übertragen, auch mal loszulassen und einfach mal ein Stück weit sich Pausen oder Regeneration zu gönnen. Und du hast es schon angesprochen zu Beginn, Race Across Italy. Daniel, wir haben heute den 14. Mai. Das Race ist ungefähr so 10 Tage her. Wir sind beide ja am 3. Mai in Silvi gestartet. Abends war eine tolle Kulisse aus meiner Sicht. Einfach auch so in die Nacht hinein mal zu starten, war auch was Neues. Und ich weiß im Vorfeld, du hast dich sehr, sehr intensiv auf dieses Race Across Italy vorbereitet. Du hattest hier ein klares Ziel, was du verfolgt hast. Willst du uns das gerne mal schildern und lass uns doch dann gerne auch mal auf dieses Race genauer eingehen und vor allen Dingen auch, was da sich alles dann so ja, getan hat auf der Strecke.
Ich glaube, das ist ja vor allen Dingen auch nochmal etwas ganz, ganz Interessantes oder ja, Spannendes einfach auch, wenn wir darüber mal sprechen. Ja, im Vorfeld habe ich wirklich sehr, sehr viel trainiert, gelitten, strukturell gearbeitet, so wie Björn mir das eben auch aufgetragen hat. Wir haben das Training danach ausgerichtet. Ich habe Aerodynamik-Tests gemacht, das heißt, um möglichst wirklich auch schnell auf dem Rad unterwegs zu sein. Ich war im Jahr davor, war ich Zweiter, und hatte wirklich ein großes Problem in der Verpflegung. Das heißt, da haben wir einen großen Fehler gemacht. Also haben wir auch strukturiert eben die Rennen danach und auch jetzt aufs Race Across Italy diese Konzepte ausgiebig getestet, die Fehlerquellen ausgeschlossen. Ich habe ein Radsponsoring bekommen von Orbea, habe dazu noch wirklich die wohl schnellsten Laufräder der Welt gesponsert bekommen von ProTens, das darf man glaube ich sagen. Und das eben auch nicht nur so angenommen, sondern wir haben das auch alles getestet, das heißt Aerodynamik-Tests gemacht, sodass es tatsächlich eben auch schön und belegbar ist. Dann haben wir die Kleidung optimiert, also wirklich bis ins letzte Detail. Ich bin da auch Prototyp-Tester. Genau. Und so stand ich letztlich am Start mit diesem klaren Ziel: Ich möchte dieses Rennen gewinnen. Körperlich war ich in Top-Verfassung, mental auch. Und ich hatte drei Freunde dabei. Das ist wirklich auch verrückt, weil das sind auch alles Familienväter. Und die opfern, du kennst es selber auch von deinen Begleitern, die sind am Donnerstag angereist und sind am Sonntag dann nach Hause gefahren und sitzen letztendlich in diesen 4 Tagen, sitzen die 2 und 3 Vierteltage im Auto für dich. Die fahren 1000 Kilometer nach Italien, sitzen dann, zumindest wenn es planmäßig läuft, 24 Stunden oder mehr im Bus und tuckern hinter dir her, um dann am Folgetag wieder die 1000 Kilometer nach Hause zu fahren, weil am Montag eben Arbeitstag für die ansteht. Und so war ich voller Demut, aber entsprechend auch motiviert, eben meine Leistung abzurufen. Bin gestartet und hatte wirklich auch viel, viel Spaß, große Freude und einen sehr klare Vorstellung, wie das Rennen abzulaufen hat. Das heißt, wir haben einen Pacing-Plan gehabt, dass ich nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam angehe. Und an den habe ich mich gehalten. Und es lief eigentlich wie geschmiert. Ich bin als Vorletzter gestartet und am frühen Morgen hatte ich alle anderen Fahrer, die vor mir gestartet sind, bereits überholt und hatte in der Supported-Wertung, also das heißt mit Begleitfahrzeug, hatte ich 1 Stunde 20 Vorsprung. Was extrem viel Zeit ist und ich hatte eben auch nicht das Gefühl oder ich kann ganz sicher sagen, ich war körperlich nicht am Anschlag, sondern ich musste mich tatsächlich nach dieser Rennzeit von 14 Stunden immer noch bremsen, dass ich nicht schneller wurde, sondern das Konzept oder unser Pacing-Plan letztlich einhielt. Ja, und irgendwann eine Traumkulisse, das Bergpanorama in Sicht, endlich wieder in den Bergen. So auf 1000 Meter Höhe, Blick ja, ins Tal, die Sonne ist aufgegangen, irgendwann knallte es hinter mir. Und ich dachte, wow, was war das? Irgendwie eine Explosion im Tal. Und ich drehte mich um und sah eben, dass das Begleitfahrzeug hinter mir ja, verunfallte. Das heißt, in die Leitplanke fuhr. Ich sah dann auch vorne im Motorraum Dampf aufsteigen, also es war vermutlich, ich bin da leider Laie, ich schätze mal Kühlmittel war das, genau, und drehte mich um, vergewisserte mich zunächst mal, alle kamen zusammen, ich vergewisserte mich, es ist niemand verletzt, dann habe ich gesagt, schau mal, ob das Auto noch mal rückwärts fährt, haben wir probiert, es ging gar nicht an, also von Fahren war keine Rede mehr. Ja, und so stand ich als tatsächlich Führender dann da und wusste eben auch, die Konsequenz ist relativ klar, weil das Reglement besagt, jemand, der in der Supported-Wertung fährt mit Begleitfahrzeug, kann nicht ohne Begleitfahrzeug fahren. Das war sozusagen gleichzustellen mit meiner Disqualifikation. Dennoch hoffte ich zunächst mal auf ein Wunder, wies meine Begleiter an, einfach mein Rad zu richten, sodass ich
solo weiterfahren konnte. Ich dachte, vielleicht kommt irgendwie ein Begleitfahrzeug oder ein Wunder. Genau, ich stand da ungefähr eine halbe Stunde und am Ende war alles gepackt. Ich hatte natürlich jetzt keine Gepäcktaschen, sodass ich nur das Nötigste dabei hatte, checkte einfach kurz mein Rad und fuhr weiter. Fabian nahm dann Kontakt zur Rennleitung auf und da war die klare Ansage, ich darf nicht weiterfahren, ich soll in der nächsten Ortschaft anhalten. Das machte ich auch, das war allerdings erst nach 1,5 Stunden. Das heißt, da waren wir wirklich in den Abruzzen unterwegs, mega romantisch, aber es war halt, ja, Fuchs und Hase haben sich da gute Nacht gesagt oder guten Morgen eher. Genau, und dann fuhr ich bis zur nächsten Ortschaft, rief dann die Francesca, die ich wirklich sehr, sehr mag und schätze, die Hauptorganisatorin zusammen mit Paolo an und sagte, Francesca, ich bin da, ich soll hier warten auf die Offiziellen, wo sind die? Und sie sagte, ja, die sind wahrscheinlich noch nicht da, die sind unterwegs zu dir, bleib einfach da, du darfst nicht weiterfahren. Dann habe ich gesagt, ja, okay, gibt es keine Möglichkeit irgendwie, vielleicht Begleitfahrzeug? Nee, geht nicht. Daniel, es tut mir von Herzen leid und ich weiß, die Francesca, du kennst es selber, man kommt nach Italien, die Francesca nimmt dich in den Arm, diese italienische Liebe, die unglaublich ist und sie sagte, Daniel, es tut mir von Herzen leid und das weiß ich auch, ihr tat es sicherlich noch mehr weh als mir selber zu diesem Moment. Sie sagte, ich muss dich disqualifizieren. Dann habe ich gesagt, klar, das ist das Reglement. Ja, ich akzeptiere das sofort. Ich möchte aber dieses Rennen weiterfahren. Das heißt, ich möchte nicht aufhören. Ich nehme meine Disqualifikation an, aber ich möchte das Rennen trotzdem beenden. Für mich persönlich. Ist es okay, wenn ich die Startnummer am Helm und am Fahrrad wegmache und dann einfach selber weiterfahre? Dann sagt sie, ja klar, Logo kannst du machen. Ich lasse den Tracker noch an. Dann können wir dich auch verfolgen. Das heißt, wenn irgendwas passieren würde oder auch deine Freunde können dich weiterhin verfolgen, aber eben außerhalb des Rennens. Ich fragte dann noch, ja, ich komme ja demnächst an den nächsten Kontrollpunkt. Darf ich mir da noch Verpflegung nehmen oder trinken, essen, auffüllen? Dann sagte sie, ja, natürlich, klar. Und in dem Moment war ich schon wieder auf dem Rad, denn ich habe eine sehr, sehr klare Vorstellung von Leistung in Bezug auf mich. Ich mache mein Glück nie abhängig von einer Platzierung, sondern von wirklich von meiner eigenen Leistung. Ich habe auch zwei Jungs, die sind 8 und 10, und das ist so diese Wertevorstellung, die ich auch gerne vermitteln möchte, dass es das Glück muss nicht sein, dass du Erster bist, sondern wenn du ins Ziel kommst und du sagst, du bist mit deiner eigenen Leistung zufrieden, du hast alles gegeben. Und ich glaube, das ist tatsächlich Glück für mich und die Definition. Dann war das Rennen zwar nicht so, wie ich es mir letztlich vorgestellt habe, aber dann war das Rennen von meiner Seite aus okay. So. Und deshalb bin ich motiviert weitergefahren. Und wollte das Rennen eben trotzdem so schnell wie möglich beenden. So, und dann, wenn es dicke kommt, dann kommt es richtig dicke. Ich bin dann 50 Kilometer noch weitergefahren. Irgendwann meldete sich die Batterie meiner Schaltung, die SRAM-Akkus, die tauschte ich dann. Jeder, der das weiß, weiß ungefähr, man hat noch 50 Schaltvorgänge. Dann tauschte ich den vorderen und den hinteren. Aber die sind eben schon 4 Jahre alt und ich bekomme nächste Woche ein neues Rennrad, dann mit Shimano. Und deshalb habe ich mir auch gar keine neuen Akkus gekauft, weil wir ja im Bus, wir hatten Ladegeräte, hatten ja insgesamt 4 Räder zur Verfügung, weil es eben technische Defekte gab. Aber dieser Bus war eben nicht mehr da. Und dann habe ich die Akkus getauscht und auch die zweite Batterie hat dann relativ schnell auf Rot umgeschalten und das zog sich dann. Ich habe dann sehr schaltfaul oder bin sehr schaltfaul weitergefahren, um eben die Schaltvorgänge zu sparen. Auch dann später dann konnte ich nicht mehr vorne umschalten, das heißt alles mit dem großen Kettenblatt und bin dann auch die letzten 10, 15 Kilometer zum Kontrollpunkt tatsächlich ohne Schaltung weitergefahren. Das war für mich tatsächlich sehr frustrierend, aber ich hoffte immer noch,
dass ich an diesem Kontrollpunkt so ein bisschen Infrastruktur habe und da einfach meine Schaltungen, meine Batterien aufladen konnte. Ich habe zwischendurch dann auch mit anderen Fahrern geschrieben, habe gefragt, ob sie nicht zufällig irgendwie ein Ladegerät dabei hatten, aber das war natürlich nicht so. Und so ein knapper Kilometer vor dem Kontrollpunkt ging dann auch noch zusätzlich mein Garmin für die Navigation aus. Das war das Glück, dass es eben auch nur ein Kilometer davor war. Ja, und so kam ich dann als erster zum Kontrollpunkt 3. Ich hatte einen Einteiler und eine kurze Weste an. Es hatte 6 Grad. Es war wirklich kalt. Ich wies meine Begleiter an, dann unterwegs, dass sie im nächsten Bus meine warme Kleidung für mich einpacken, dass ich es eben, weil ich ja wusste, es wird irgendwann kalt werden, dass ich dann wirklich auch weiterfahren kann. Das war alles nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich kam eben an Kontrollpunkt 3 an und da war einfach nur ein Pavillon mit Essen und Trinken, aber nichts, um Batterien aufzuladen. Also es gab Strom, aber ich hatte ja keine Ladegeräte und das war einfach nicht da. So. Und das war für mich dann tatsächlich nicht mal motivationsmäßig, sondern das ist meine rote Linie. Die rote Linie, die kann ich so lange verfolgen. Ich bin bereit, Anstrengungen zu ertragen. Auch es gibt in jedem Rennen, wenn man so lange fährt, einfach mal Höhen und Tiefen. Und das ist völlig okay und auch selbstverständlich für mich. Die rote Linie ist für mich aber meine Gesundheit. Ich bin Familienvater. Auch wenn ich es nicht wäre, wäre mir die Gesundheit trotzdem so wichtig, dass ich sage, ich hatte keine Schaltung mehr, ich hatte keine Chance der Navigation mehr und ich hatte keine warme Kleidung. Ich muss aussteigen. Und dann habe ich mich tatsächlich, habe ich da einen Schlafsack geschnappt, der da irgendwo im Bus lag und habe mich da in so einem Pavillon verkrochen. Dann kam der Christoph Strasser, dann habe ich mich noch kurz mit dem unterhalten. Christoph, das Erste, was er gesagt hat, als er hergefahren ist, oh Scheiße, ich habe es gesehen, es tut mir so leid. Und das ist so diese Ultracycling-Familie. Jeder andere Fahrer, der dann im Anschluss kam, hat genauso reagiert. Und das ist nicht nur gesagt, sondern ich habe es mir eingebildet, es zu merken. Es ist wirklich authentisch, mitfühlend. Und jeder kann sich vorstellen, wie man sich dann an so einem, ich nenne es heute, gebrauchten Tag fühlt. Ich bin dann beim ersten Begleitfahrzeug, dem Christian Bianchetti, dem späteren Gewinner, dann eingestiegen. Und da möchte ich auch nochmal herzlichen Dank sagen. Im Ultracycling-Bereich ist sowas möglich, aber es ist keinesfalls selbstverständlich, dass die sich dann auch einschränken, die drei Begleiter mir einen Platz freiräumen, den Bus kurz umräumen, dass ich einsteigen kann, um dann Richtung Ziel wieder mitzufahren. Ja, und abends um 21 Uhr, also ich bin da ungefähr dann 6 Stunden mit dem Christian mitgefahren und habe ihn auch angefeuert und unterstützt, soweit mir das eben möglich war. Irgendwann haben sie mich dann auf der Strecke aussteigen lassen, weil meine Begleiter, die wurden dann auch mit dem Auto abgeholt und dann haben wir noch zusammen einfach Abend gegessen. Ich sage jetzt mal, eine After-Race-Party, die war schon mal tosender, die haben wir uns auch romantischer vorgestellt, aber eben auch zusammen das nochmal abschließend zu erleben, kurz zu besprechen, auch zusammen, ja, in gewisser Weise auch zu trauern, das Ganze zu verarbeiten. Ich glaube, das gehört eben auch dazu. Genau. So war mein Rennen. Ja, also du hast es jetzt sehr, sehr anschaulich geschildert und ich bin auch an dem PSK vorbeigefahren oder wir als Crew. Wir haben auch angehalten, die Crew hat angehalten, wir haben auch eine Kiste da mitgenommen Ganz genau. und das war für meine Crew auch nochmal so ein Moment. Im Nachhinein haben die das gesagt, was nochmal so ein Hallo wach war. Also wirklich zu sagen, Leute, aufpassen, immer da sein, abwechseln, dass wir wirklich auch hier gucken. Und es gab ja diese WhatsApp-Gruppe und irgendwann habe ich vom Team erfahren, Mensch, der Daniel ist raus. Und es war für mich überraschend in dem Moment. Und dann haben sie gesagt, irgendwas mit dem PSK. Und ich dachte, naja, irgendwo vielleicht Motorschaden, wie auch immer. Und ich bin ja auch an dem PSK vorbei und von hinten hast du das gar nicht so richtig gesehen, sondern erst im Nachgang, auch ein Bild von dir, das du gepostet hast, habe ich das gesehen, da ist mir gesagt worden, nee, das war jetzt kein Motorschaden, sondern das war, du hast es geschildert, dieser Aufprall. Und das ist natürlich dann in dem Moment schon bitter. Du hast es erklärt, du hast dich vorbereitet, monatelang alles getestet, alles ausgerichtet und dann passiert so etwas. Aber du hast was Schönes gesagt.
Daniel, so quasi dein Glück ist, so das Beste gegeben zu haben. Hast du für dich bis zur Time Station 3, du hast es geschildert mit den Akkus und alles natürlich, was dann auch Bekleidung irgendwo nicht mehr gepasst hat, kannst du dennoch sagen, okay, bis zu diesem Zeitpunkt, wo auch diese Effekte dann so quasi gekommen sind, habe ich dennoch alles gegeben und dann war es eben so, auch wenn natürlich das ein Stück weit Wehmut einfach auch bedeutet, nach dieser Vorbereitung ganz andere Zielsetzung zu haben. Wie siehst du das jetzt mit ein paar Tagen, ja, Luft dazwischen, zwischen dem Ereignis? Zwei Dinge sind für mich tatsächlich relevant. Zum einen mal, als dieser Unfall passierte, sich selber zu loben, hört sich jetzt blöd an, aber wirklich, ich bin eigentlich stolz darauf, wie ich reagiert habe, weil mir eben klar war, das habe ich den Leuten dann auch gesagt, meinen Freunden gesagt, es ist egal, wem und wie das passiert ist. Wir gewinnen und wir verlieren zusammen. Und ich glaube tatsächlich, uns wird es auch nachhaltig als Team noch enger zusammenschweißen. Und ich habe mich zwischendurch mal kurz verflucht, als dann die Schaltung eben auch noch ausfiel und gedacht, okay, wieso musst du so sein und dir das jetzt auch noch antun? Du hättest ja einfach aussteigen können. Das war aber nur ein ganz kurzer Gedanke, weil so bin ich eben nicht. Und dieses auch nie aufgeben, ich glaube, das kann man auch auf viele andere Bereiche in unserem Leben ja, spiegeln, das ist das Leben und auch die Vorbildfunktion vielleicht, die ich als Vater für meine Kinder eben auch sein möchte. Man darf verlieren, man darf Unglück oder Niederlagen haben, man darf auch leiden danach und traurig sein, aber irgendwann ist der Moment und da bin ich jetzt heute tatsächlich auch wieder da, es geht weiter und es ist eben auch nur ein Radrennen. Das heißt, wichtig ist, alle sind gesund zu Hause und ich freue mich tatsächlich eben auf das, was kommt. Radsport ist ja inzwischen so ein Teil meines Berufslebens geworden. Und das sage ich voller Demut und Freude, das auch so machen zu können und eben auch so Unterstützer zu haben, die diesen Traum. Ich habe zwei Jobs, die ich wirklich liebe. Einmal bin ich seit über 20 Jahren Finanzberater und das werde ich und möchte ich auch nachhaltig natürlich auch in dieser Perfektion, in dieser Verantwortung machen, wie ich auch eben Radrennen oder als Familienvater unterwegs bin. Und zum anderen Mal freue ich mich eben auch auf neue Herausforderungen, die alles rund um das Thema Radfahren, Radsport, ja, für mich bereit gehalten wird. Okay, du hast es angesprochen, es ist ein Teil einfach auch deines beruflichen Lebens. Es geht ja nicht nur darum, solche Rennen zu fahren, wie jetzt gerade geschildert, sondern du machst ja darüber hinaus auch zukünftig das ein oder andere. Willst Genau. du uns gerne mal schildern, wie das genau aussieht? Sehr gerne. Also zum einen mal werden wir Kollegen, also wir sind ja schon Kollegen als Rennfahrer. Ich bin aktuell in der Produktion eines Podcasts. Das Konzept ist ähnlich wie das heutige Konzept. Es wird immer einen Gast geben, also keine Solo-Auftritte. Meistens irgendwelche regionalen Sportler, Spitzensportler oder Menschen, Unternehmer im Zusammenhang mit Sport. Da bin ich sehr gespannt und freue mich auch darauf, diese Facetten, diese unterschiedlichen Leute kennenzulernen und die eben auch dann der Öffentlichkeit im Podcast zu präsentieren. Dann gibt es ein Schulprojekt, das ich initiiert habe und eben auch finanziert bekommen. Das möchte ich hier flächendeckend rund um Bad Waldsee in den Schulen machen. Da geht es um Radsport. Ich möchte doch mit meinen Vorhaben, mit meinen Rennen über einen Kurzvortrag in der Schule begeistern, um dann eben auch so diese Themen wie gesunde Ernährung, aber auch eben auch Sicherheit und im Straßenverkehr Bewegung. Ich denke, das schadet den jungen Leuten weniger denn je, tatsächlich zu begeistern und im Anschluss ein Radtechniktraining zu machen. Dann mache ich Vorträge in Unternehmen zum Thema Zielerreichung, Zielgewinnung und unser Radsport-Dasein ist eigentlich man kann das spiegeln. Man kann es einfach spiegeln, diese Tugenden, diese Freuden, die man im Radsport hat, um ein Ziel zu erreichen, dieses Konzeptionelle, das kann man genauso eben auch auf das Berufliche übertragen. Und da freue ich mich eben auch auf kommende Vorträge. Dann habe ich noch einen kleinen Fahrradshop, einen Online-Handel gegründet für gewachste Ketten.
Jeder, der sein Rad nicht so gerne putzt, der freut sich darüber vielleicht auch. Und zu guter Letzt gibt es noch ein ganz, ganz großes sportliches Projekt im Oktober. Da werde ich einen Guinness World Record Versuch unternehmen. Okay, jetzt sind einige Projekte, spannende Projekte. Der letzte natürlich Guinness World Record im Oktober. Ja. Wird es genau aussehen? Ja, das wird die vierte Charity-Veranstaltung. Also das erste war ja das Everesting. Dann habe ich das im Jahr später das Projekt Rata, das habe ich mit dem Rata verbunden. Dann gab es ein Projekt Pedalliebe. Das war ein riesengroßes Charity-Projekt mit vielen lokalen Vereinen. Genau, und jetzt kommt eben dieses vierte auch wieder verbunden mit einer sportlichen Leistung. Das findet im Sportpalast in Bad Waldsee statt, am 1. Oktober Wochenende. Und ich werde versuchen, einen bestehenden Guinness World Records, der in Las Vegas aufgestellt wurde, und zwar auf einem Indoor-Fahrrad, möchte ich die virtuell längste Distanz innerhalb von 24 Stunden erreichen. Okay. Die ist, also das heißt, auf der Plattform Swift. Der aktuelle Rekord ist 952 Kilometer und ein paar zerquetschte. Genau, und ich möchte den versuchen zu brechen innerhalb von 24 Stunden. Ich weiß, was ich mir da tatsächlich antue. Jeder, der schon mal 5 Stunden Indoor gefahren ist, der weiß, wie zermürbend das sein kann. Das wird aber viel mehr als dieser bloße Sportversuch, sondern rundherum ist ein Rahmenprogramm. Da wird es eine Podiumsdiskussion mit Profisportlern geben. Da wird die Musikkapelle spielen. Da wird ein DJ auflegen. Da wird es Kletterkurse und Programme für Kinder geben. Und das ist der Grund, warum ich es tatsächlich eben auch stationär hier in unserer Region in Bad Waldsee machen möchte, die Leute mitzunehmen, zu begeistern, gemeinsam für den guten Zweck, sich zu engagieren. Ein Treffpunkt letztendlich zu schaffen für jedermann. Du bist natürlich auch herzlich willkommen. Ja, sage ich schon mal danke. Also erstes Oktoberwochenende schon mal festhalten. Wird sicherlich spannend. Ich weiß, von was du gesprochen hast, wenn du sagst, stundenlang Indoor fahren und das sind 24 Stunden. Genau. Das ist sicherlich ganz, ganz interessant, ganz, ganz spannend. Jetzt schon, auch wenn wir noch ein paar Monate hin haben, aber toi, 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 bin mir sicher, es gibt sehr, sehr gute Chancen, dass du das knackst, diesen Guinness-Weltrekord. Spannende Projekte. Daniel, eines interessiert mich noch. Du hast ja vorher auch darüber gesprochen, dass du ein Radsponsoring bekommen hast, die Laufräder, diese Kleidung. Ich glaube, es ist auch mal interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aufs Race Across Italy oder auf ein anderes Race mal bezogen. Du fährst es mit einem normalen, guten Rennrad und du fährst es jetzt mit diesem Rennrad, mit diesen entsprechenden Laufrädern, mit dieser Kleidung, die du jetzt hattest. Kannst du das mal so, wenn die Leistung gleich ist, aber diese Rahmenbedingungen ein Stück weit anders sind? Kannst du das ein Stück weit vielleicht noch ausdrücken, was das für einen zeitlichen Unterschied macht, um das ein bisschen greifbarer zu machen, auch das Ganze noch? Ja, das kann ich. Dadurch, dass wir tatsächlich auch Aerotests gemacht haben, ich kann es für die Laufräder kann ich das tatsächlich ganz genau sagen. Und zwar als Referenz neue DT Swiss Arc Laufräder im Vergleich zu diesen ProTense Laufrädern. Bei selber Felgenhöhe macht das 9,6 Watt aus. Das ist ungefähr auf so eine, das heißt, wenn ich fertig gefahren wäre, wenn man jetzt die 24 Stunden prognostiziert, sprechen wir da tatsächlich von 3 bis 34 Minuten Zielzeit. Allein die Laufräder. Okay, also nur durch diese Laufräder. Das ist Ganz genau. natürlich schon mal eine Ansage. Also von dem her Genau. spannend. Also es wird aber die Möglichkeit geben, ich glaube, ein paar Rennen stehen ja heuer noch an, neben dem Guinness-Weltrekord. Wärst du, welche Rennen Races heuer noch 2024? Im festen Plan ist und war das Race Across the Alps nochmal, das Rata. Da freue ich mich riesig drauf. Ich habe früher immer kategorisch ausgeschlossen, es gibt so viele Rennen, die so attraktiv, schön und neu sind. Wieso soll ich ein Rennen öfters fahren? Und jetzt bin ich zum zweiten Mal das Race Across Italy gefahren schon und werde jetzt tatsächlich heuer zum dritten Mal das Rata fahren. Und ich freue mich riesig. Das Rata hat für mich einen so hohen Reiz. Auch die Qualität der Mitfahrer ist enorm hoch. In wenigen Rennen
die es überhaupt irgendwo gibt, wird man so eine elitäre Dichte haben. Und das ist für mich tatsächlich ein Reiz, sich mit dem Besten zu messen. Absolut und hat natürlich, du sagst es schon, von der Strecke landschaftlich viel zu bieten, aber natürlich auch entsprechend herausfordernd und ist, glaube ich, Ende Juni, letzte Juniwochenende, wenn ich richtig liege. Genau, ja. Auch da toi toi toi, mal gucken, was am Ende dann beim Rata entsprechend für Platzierung rauskommt. Wobei du ja gesagt hast, entscheidend ist, am Ende zu sagen, ich habe alles gegeben und wird mal sehen, was dann einfach von der Platzierung her entsprechend folgt. Ganz genau, ganz genau. Und dann fahre ich noch das Race Around Austria, und zwar die Extreme-Variante. Ich glaube, das sind 2.500 Kilometer, so in etwa. Das wird für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung, weil ich bisher immer so, ich sage jetzt mal so knappe Ein-Tagesrennen gefahren bin, sowas wie Race Across Italy und Rata. Und das Race Around Austria sind dann, ich glaube, die Rekordzeit ist von Christoph Strasser bei 3,5 Tagen. Da sieht man schon die Dimension. Da wird es nochmal eine ganz ordentliche Weiterentwicklung für mein Team und mich geben. Wir werden irgendwo überlegen müssen, wie wir ein Schlafkonzept hinkriegen. Einfach so diese Infrastruktur. Man braucht zwei Begleitfahrzeuge, man braucht noch mehr Betreuer. Der Aufwand ist noch höher, aber die Strecke einmal rund um Österreich ist natürlich auch wunderschön und reizvoll. Absolut. Ist dann im August, denke ich. Ist Mitte August, ja. Mitte August. Diese zwei Races übrigens für euch. Bist ja auf Instagram auch sehr aktiv, postest ja da immer einfach auch Beiträge, auch vor den Races, entsprechende Eindrücke. Ich verlinke dein Insta-Profil hier in den Shownotes. Also für alle, geht auf Insta, folgt gerne, dann kriegt ihr das alles einfach auch entsprechend über diesen Weg hautnah mit und seid da entsprechend mit dabei. Und ja. Ich drücke alle Daumen natürlich für das, was kommt, das auf jeden Fall das ein Stück weit anders läuft wie jetzt dieses Race Across Italy. Aber du hast es gesagt, auch solche Situationen, auch solche Momente können dafür sorgen, dass man noch enger zusammenrückt, dass noch mehr Learning daraus passiert, wie man sagt, naja, ich fahre das locker durch, auch wenn es im ersten Moment sicherlich dann natürlich schwer ist. Aber ich bin mir sicher, du hast es gesagt, gestärkt davor, da herauszugehen und das auch für andere Races einfach dann diese Erkenntnisse gut nutzen zu können. Daniel, ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank für das spannende Gespräch, für die tollen Impulse, für die Inspiration. Und ich mag es ganz gerne immer so am Ende eines jeden Podcast-Interviews. Was willst du den Zuhörerinnen und Zuhörern des Ultramind-Podcasts gerne noch so als letzten wichtigen Gedanken grundsätzlich mitgeben? Ich glaube, es geht gar nicht um Platzierung oder um Leistung oder darum, 700 oder 500 oder 1000 Kilometer fahren zu können oder zu müssen. Es ist auch schön, wenn man zusammen mit der Familie einfach ein paar Meter Fahrrad fährt oder das Auto stehen lässt, um zu pendeln. Ich glaube, das sind die wahren Alltagshelden. Das, was ich und wir betreiben, ist schon sehr speziell. Muss aber auch gar nicht im Vergleich jetzt zu anderen immer gemessen werden. Einfach so diese bloße Freude des Fahrradfahrens oder sei es auch andere Sportarten zu machen. Ich glaube, darum geht es im Leben, um eben ein Stück glücklicher zu werden. Ein schönes Schlusswort. Einfach mit Freude die Dinge tun, nicht unmittelbar um eine Platzierung zu erreichen, um irgendeinen Platz zu erreichen, sondern erstmal aus Freude das zu tun und das andere ist dann das, was folgt. Ich denke, ein schöner Schlussgedanke und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, Daniel, für unser Interview, für das Gespräch und dir natürlich sportlich, beruflich, persönlich, privat weiterhin alles, alles Gute und ich bin gespannt auf das, was bei dir alles kommt und was ich da zukünftig auch mitkriege. Ja, mir geht's genauso. Ich verfolge dich weiterhin, Jürgen, und drück dir die Daumen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Ja, danke schön natürlich auch an dich, dass du in diese Podcast-Folge hineingehört hast. Und ich wünsche dir, dass du ja viele gute Impulse, Inspirationen für dich mitnehmen kannst, für den Radsport, aber natürlich auch darüber hinaus. Wir haben ja auch besprochen, wie man das über den Radsport hinaus transformieren kann. Und wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht. Da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist, mache dir bewusst, du bist dein einziges Limit. Und wenn du diesen Gedanken beherzigst, dann bin ich mir sicher, dass du für dich die Ergebnisse und Erlebnisse bekommst, die du dir gerne wünschst. Freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin eine gute Zeit, dein Jürgen.